Das ist der neue Mitsubishi ASX oder wie manche sagen würden, der Renault Captur. Ja, es war zeitlang nicht klar, was Mitsubishi macht oder wie es weitergeht in Europa. Faktisch, es geht jetzt weiter. Es sind neue Modelle geplant. Und geplant meine ich zum Beispiel den neuen Outlander, der kommt nächstes Jahr. Und der Colt auf Basis des Clios sowie auch der ASX auf Basis des Captures kommen jetzt auf den Markt. Somit konnte man schon mal zwei neue Modelle anbieten, die eben dann für die Kunden da sind im Autohaus. Und das kennen wir schon, Badge Engineering. Hier jetzt natürlich in der krassesten Form, einfach nur die Logos getauscht, das war's. Ansonsten kennt man das zum Beispiel von Cupra, Skoda und VW natürlich auch. Ich sage euch aber eines, und da werden wir im Fazit natürlich noch drüber sprechen, warum ich das trotzdem gut finde, dass sie es so gemacht haben und nicht vom Markt verschwunden sind. Denn dafür gibt es ganz viele Gründe und einer von diesen Gründen, der ist auch gut für euch. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Video und stellen euch den nagelneuen ASX vor. Und nicht nur im Exterieur, sondern auch im Interieur. Und wir fahren ihn auch hier bei uns im Schwarzwald. Und dadurch natürlich auch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive hier aus dem schönen Schwarzwald mit dem neuen ASX. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dann dürft ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns nicht nur, sondern dadurch unterstützt ihr uns natürlich auch, wenn wir hier bei 36 Grad in der Sonne stehen und euch Fahrzeuge vorstellen. Und dann können wir euch natürlich auch immer mehr Fahrzeuge vorstellen, wie zum Beispiel den neuen ASX, der derzeit bei 24.690 Euro startet. Dann in der Basisversion. Darüber liegt dann Plus, darüber liegt derzeit eine limitierte Intro Edition und dann als höchstes Ausstattungsvolumen, wie man es von Mitsubishi auch kennt, die nennt sich dann Top. Und das ist dann auch die Top-Ausstattung tatsächlich und die bringen wir heute auch mit. Es ist bei Mitsubishi generell so, aber auch bei mittlerweile vielen Marken, je höher ihr von der Ausstattung her geht, desto mehr Ausstattungsvolumen bekommt ihr. Ich werde euch natürlich ringsrum am Auto erzählen, was da dann immer mit dabei ist oder was halt eben Serienbestandteil schon in der Serie ist. Im Interieur gibt es da auch nochmal Unterschiede und so gehen wir heute gemeinsam durch das Fahrzeug. Wir starten aber wie immer hier an der Front und trotzdem haben sie es hinbekommen, den typischen, sage ich jetzt mal, Mitsubishi Kühlergrill mit einzubauen. Man erkennt natürlich trotzdem auch anhand der, ich sage jetzt mal, Einpassung an der Motorhaube, dass da mal ein Renault-Logo war. Aber trotzdem haben wir den Diamantgrill, also das Diamant-Logo von Mitsubishi und eben dieses typische Mitsubishi-Gesicht. Jetzt nicht ganz typisch, wie man es jetzt vom Eclipse Cross zum Beispiel kennt oder vom L200, ja, mit dem Dynamic Shield, aber trotzdem klar als Mitsubishi erkennbar, obwohl man ja eigentlich den Captur auch drunter erkennt. Ne? Also ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ein paar Lufteinlässe haben wir, schwarze Unterfahrschutz, wertet das Ganze einfach nochmal optisch ein bisschen aus, wenn man ein paar Farben im Angebot haben. Auch hier geht nochmal ein bisschen Luft rein. Hier habe ich eine Öffnung, kommt dann am Rathaus wieder raus, nennt sich Air Curtain und dadurch, kommt da halt eben noch mal ein bisschen der Aerodynamik zugute. Das hier, das ist der Scheinwerfer, unschwer zu erkennen. Und das ist tatsächlich schon Serienbestandteil, also auch schon bei der Basis. Es ist Bi-LED, die Blinker sind LED, alles in LED, allerdings keine Erweiterung. Also ihr könnt es auch bei Top nicht mit mehr rechnen. Das ist immer Bi-LED, auch wie beim Captur. Es gibt noch keine adaptive oder gar Matrix-Version davon. Das muss man halt einfach wissen. Und ich sage euch auch im Fazit ja immer, was ich von den Autos halte. Und ich finde den ASX generell sehr gut. Es gibt aber auch Kritik und die hat hier mit dem Licht zu tun. Also wer das wissen möchte, muss halt bis zum Fazit ausharren. Jetzt kommen wir aber immer an den Punkt, wo ich gerne mit euch ins Gespräch komme, während wir zur Seite laufen. Schreibt doch schon mal gerne drunter, was ihr zum Design des ASX so sagt. 4,23 Meter ist der ASX lang, 1,58 Meter hoch und 2 Meter glatt mit Außenspiegel breit. So, dann beginnen wir mal mit den ganzen Features bzw. Ausstattungslinien, die man so an der Seite schon mal erkennen kann. Also wenn man jetzt hier noch einen EV stehen hätte, das haben wir jetzt nicht, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass man den Hybrid oder Plug-in-Hybriden hat. Wir haben jetzt hier nur den Mild-Hybrid tatsächlich und deswegen steht da nicht das EV. Also für die Kenner dann unter euch. Wir haben jetzt hier eine Zweifarblackierung. Die ist tatsächlich Serienbestandteil des Top Ausstattungsniveaus. Wenn man jetzt die limitierte Intro Edition hat, dann kann man es zumindest dazu buchen. Kostet aber natürlich extra. Auch diese Farbe kostet,
Aber bei Top ist es halt quasi fast nur zweifarbig unterwegs. Ich glaube, eine Farbe, schwarz, ist einfarbig. Ansonsten habt ihr immer zwei Farblackierungen. Bei der Intro Edition ist es halt die Wahl, was ihr wollt. Das Panoramadach, was wir jetzt hier haben und auch geöffnet ist, das ist auch Serienbestandteil bei der Top. Bei den anderen gibt es das gar nicht auszuwählen. Also das sind halt einfach diese Ausstattungspakete, die ihr dann halt habt. Abgedunkelte Scheiben gibt es hier. Und ansonsten haben wir um die Radläufe und natürlich auch untenrum diesen Kunststoff, der das ins SUV-Segment hebt. 17 Zoll geht es los und 18 Zoll ist dann bei der Intro Edition und auch eben bei Top mit dabei. Das sind diese Felgen, kennt man natürlich auch schon von Renault. Schickes Design, schwarz in der Mitte und glanzgedreht dann an der Front. Was ihr auch immer noch wissen wollt, das ist natürlich klar, 178 mm wäre die Bodenfreiheit. Falls ihr jetzt da gerade steht und denkt, ASX ist cool, möchte ich aber vielleicht doch ein bisschen Offroad bewegen. Und dann der letzte Punkt, da habe ich schon über die Farben gesprochen. 6 Farben gibt es natürlich für die Top-Ausstattung und wir haben das Aurora Rot mit eben dem Onyx Schwarz in der Kombination. Ist ein sehr schöner Ton. Ich würde tatsächlich, glaube ich, sogar die Farbkombination nehmen, wobei das Blau natürlich, Freunde, ihr kennt mich, mit dem Schwarz auch gut aussieht. So, wir stehen am Heck. Wir haben, das seht ihr da schon mal ganz gut, während ich rüberlaufe, auch einen Spoiler in Schwarz natürlich, weil wir die schwarze Dachlackierung haben. Abgedunkelte Scheiben dann auch hier. Was ihr auf der Seite seht und ich hier, ist LED-Rückleuchten. Auch die Blinker sind in LED-Technik gehalten. Mitsubishi-Schriftzug, ja, das ist natürlich jetzt moderner, wie einfach nur das Logo. Und ASX-Schriftzug hier hat jetzt aber natürlich einen Nachteil. Denn Renault Captur hat hier natürlich noch das Renault-Logo. Die schreiben jetzt Renault-Schriftzug nicht aus, sondern die haben das Logo. Und da ist die Rückfahrkamera, die jetzt hier noch ein bisschen so aussieht wie, die habe ich mir jetzt im Baumarkt irgendwie noch gekauft und draufgeklebt. Ist halt einfach so, weil wir nicht dieses Logo drumherum haben. Und dann sieht es bei Renault halt jetzt besser aus. Hier wirkt es halt jetzt ein bisschen globiger, weil man eben den Mitsubishi-Schriftzug gewählt hat und nicht das Logo. Wäre aber wahrscheinlich, glaube ich, auch schwierig geworden, mit dem Dreizack das unterzubringen. Von dem her, das ist halt so. Stört aber die meisten auch gar nicht. Und auch hier nochmal ein bisschen Piano-Schwarz, wie wir es vorne hatten, damit wir eben diese Absetzung auch nochmal ein bisschen haben und auch hier noch ein bisschen Kunststoff. Jetzt noch was zum Kofferraum, auch das ist natürlich wichtig. Keine elektrische Heckklappe, braucht man aber auch nicht unbedingt. Jetzt seht ihr schon, dass man den auch 60-40 umklappen kann, weil wir noch die eine Seite umgeklappt haben. Volumen sagen wir auch gleich noch was dazu. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier schon mal was aufzuklappen. Dann könnte man erstmal hier ein bisschen was ablegen, aber ich kann es auch noch mal ganz hochklappen. Und dann, also ich lasse es jetzt mal nur fallen, weil ihr seht eh im Detail, kann man da richtig viel noch runterlegen, also da habt ihr noch mal richtig viel Platz. Das ist eine tolle Sache. Ansonsten haben wir ein paar Haken, um es zu verziehen, und auch noch eine Beleuchtung. Ne? Ja. Kofferraumvolumen, wollt ihr wissen, gebe ich euch gerne mit. 423 Liter bis 536 und maximal 1275 Liter, wenn ihr die Bänke komplett umklappt. Warum habe ich jetzt zwei Werte davor gesagt, wenn man die Rückbank verschieben kann und somit natürlich mehr Platz im Fond generieren kann oder halt eben mehr Platz im Kofferraum. Jetzt habe ich meinen Zettel noch in der Hand, weil ich lese das immer schön ab, während ihr die Details seht. Aber wir sprechen jetzt noch über den Koffer, über die Anhängelast und da wollte ich euch jetzt nichts Falsches erzählen. Denn da sieht es so aus, dass wir bei den Hybriden und Plug-in-Hybriden, da ist es limitiert mit 750 Kilo, also auch ungebremst. Da habt ihr also nicht mehr zur Verfügung. Dann haben wir aber noch zwei Mildhybrid-Motoren. Einen kleinen für die unteren Ausstellungslinien mit 91 PS und den großen, den wir heute mitbringen. Und da könnt ihr dann mehr ziehen. Mit dem kleinen 1200 Kilo und mit dem großen, den wir heute mitbringen, da sind wir dann bei 690 Kilo ungebremst bis 1500 Kilo tatsächlich, wenn der Hänger eine eigene Bremsanlage hat. Das heißt, mit unserem Motor können wir tatsächlich am meisten ziehen. Das sei jetzt nur mal gesagt, dass wenn ihr den Hybriden oder Plug-in-Hybrid nimmt, seid ihr halt auf 750 Kilo limitiert. Das wollte ich euch unbedingt sagen. Welche Motorisierung es generell gibt, das schauen wir uns jetzt an. Ihr seht hier unseren 1,3 Liter Vierzylinder-Motor, über den wir auch natürlich gleich sprechen, Mildhybrid. Es gibt noch zwei weitere Mildhybriden, 91 PS, das ist doch der einzigste Dreizylinder, den es gibt für die Basisvarianten. Dann gibt es noch 140 PS Mildhybrid. Dann war es das. Ja. Und wir haben jetzt hier auch das 7-Gang-DCT mit dabei. Kommen wir aber gleich zu. Dann gibt es noch den Hybrid. Der hat dann 159 PS. Stimmt gar nicht, der hat 143 PS. Und dann gibt es noch den Plug-in-Hybrid. Der hat nämlich 159 PS Systemleistung. Damit haben wir eigentlich ein ganz gutes
und eine ganz gute Vielfalt bei den Motoren. Da kann man wirklich noch den Plug-in-Hybriden wählen, den Hybrid oder halt den Mild-Hybrid, wenn man jetzt quasi so erstmal nichts mit der Elektrisierung zu tun haben möchte. Mild-Hybrid unterstützt ja nur beim Fahren, da bekommt man so als Fahrer erstmal gar nichts mit. Von dem her finde ich die Motorenvielfalt in Ordnung, reicht auch aus. Und ich finde es auch gut, dass alle Motoren Vierzylinder sind, bis halt auf, natürlich auf die Basismotorisierung mit 91 PS. Aber mei, so ist es. Unserer ist eben der 1,3 Liter Vierzylinder, der hat dann 158 PS, 270 Newtonmeter, 8,5 Sekunden auf 100 und bei 204 ist erst Schluss. Eine normale Motorisierung reicht völlig aus für den Alltag, werdet ihr beim Fahreindruck dann auch merken, also mehr braucht man wirklich nicht. Mit 5,9 Liter ist er kombiniert angegeben, 134 Gramm CO2 stößt auf einen Kilometer aus und 58 Liter gehen insgesamt hier bei unserem Modell rein. Verbrauch habe ich 2 bis 3 Verbrauchsfahrten gemacht. War mir bei dem Auto jetzt wichtig, dass ich verschiedene Verbrauchsfahrten mache. Normal mache ich eine ganz große mit allem. Bei dem wollte ich es jetzt, weil man das halt eben ein Auto ist, wo man wirklich im Alltag nutzt, wollte ich 3-mal machen. Einmal habe ich nur Stadt gemacht mit ein bisschen Überland. Dann habe ich meinen Arbeitsweg genommen, da ist im Prinzip alles mit dabei. Und dann auch einmal Autobahn schnelle Fahrt. Ja. Und diese 5,9 Liter, wenn man jetzt Überland fährt und Stadt, dann kann man die tatsächlich toppen. Mein Wert lag 1 Liter weniger, 4,9 Liter. Aber dann fährt man schon vorausschauend, gibt nicht stark Gas und überholt auch nicht. Aber es ist möglich, ohne jetzt einen Krampf zu kriegen. Aber man ist dann schon sehr mühselig unterwegs und fährt dann halt einfach sparsam und vorausschauend. Wenn man jetzt meinen Arbeitsweg nimmt, wo Autobahn mit dabei ist, Überland und auch Stadt, dann war ich bei tatsächlich 6,2 Liter, also leicht drüber, was auch noch in Ordnung ist. Da bin ich human gefahren, ein bisschen vorausschauend, habe aber auch mal überholt und Autobahn waren 120 km/h max. Autobahnfahrt, schnellere Fahrt auch, da waren dann auch tatsächlich mal 8 bis 9 Liter mit drin, ist aber auch verständlich, ich bin ja schneller gefahren. Und so kommen wir auf einen insgesamten Durchschnittsverbrauch von 7 Liter, den wir jetzt hier erzielt haben. Im Bordcomputer stehen jetzt, glaube ich, 7,4, wenn wir jetzt auch nochmal hierher schnell gefahren sind. Aber insgesamt über meine Zeit waren es jetzt 7 Liter, was ich in Ordnung finde von der Entfernung, was angegeben ist und dem, was ich verbraucht habe, weil wir ja generell immer ein bisschen mehr verbrauchen, weil wir die Autos eben testen. Aber ich habe euch jetzt mal so ein bisschen den Durchschnitt gegeben, was man so verbraucht. Und jetzt könnt ihr es einordnen, was ihr dann wahrscheinlich so verbrauchen werdet. Wir zeigen euch, bevor wir reingehen, den Schlüssel. Das ist die Keycard, die man vom Renault-Konzern kennt. Öffnen, verriegeln, Licht und dann die Kofferraumtaste. Der geht dann aber immer noch nicht elektrisch auf, wenn ich die drücke, sondern er öffnet sich dann nur leicht. Ich habe theoretisch hier Griffe, wo ich erstmal nicht erkennen könnte, dass da Keyless Go ist. Und ich habe auch nichts gefunden, wo ich etwas drücken könnte, sondern das läuft tatsächlich einfach über die Keycard ab. Das heißt, ich kann das ein- oder ausschalten, ich laufe vom Fahrzeug weg, machen wir es nicht, ihr müsst mir da jetzt einfach vertrauen, dann verriegelt das Fahrzeug und sobald ich wieder ans Auto rantrete, öffnet es. Und somit haben wir auch theoretisch Keyless Go hinten, weil es öffnet ja dann kann ich hinten mal was reinschmeißen und einfach wieder weglaufen. Finde ich eine klasse Sache und ich zeige euch jetzt das Interieur. Dann herzlich willkommen im Interieur des ASX. Es ist einfach warm, Freunde. Aber so ist es halt im Sommer, ne? Haben wir ja trotzdem gern. Zur Tür erstmal ein paar. Hui, die ist heiß. Ein paar Takte. Hier oben haben wir harten Kunststoff. Auch unten rum, um den Arm herum, ist es aber schön weich gepolstert. Also an der Rückseite und auch da, wo man den Arm tatsächlich auflegt. Dann haben wir jetzt hier die Bose-Anlage mit dabei, die für dieses Fahrzeug auch echt einen guten Klang abgibt. 9 Lautsprecher ist bei der Top mit dabei. Das Dashboard ist auch sehr weich. Es gibt kein Head-Up-Display für den ASX. Auch hier ist es schön weich. Wenn man die Top-Variante hat, hat man auch dieses Dekor, das so in Richtung holzartig geht, offenporig. Ansonsten hat man ein hochglänzend schwarzes, meine ich, genau. Ansonsten ist es hier auch noch weich tatsächlich. Hier ist es natürlich dann hart und auch hier ist es dann Hartkunststoff. Bevor wir über das Display sprechen, wandern wir nochmal hier hin. Ich mache jetzt auch mal die Zündung an, dann seht ihr das ganz gut. Das ist die Klimazone. Die ist in der Basis tatsächlich in Kunststoffoptik und auch nicht mit so Displays. Aber ab der zweiten Ausstellungslinie tatsächlich habt ihr dann schon diese Optik. Das sieht halt einfach wertiger aus, aber nur, dass ihr es halt mal gehört habt. Ein 12-Volt-Anschluss haben wir hier unten noch, einen AUX-Anschluss, 2 USB-C-A-Anschlüsse, auch ein induktives Ladefach, also mit Gummierungsfläche, das heißt, das Handy fliegt auch nicht durch die Gegend. Dann haben wir, wie gesagt, das 7-Gang-WCT hier, Wahlhebel dazu. Und dann haben wir hier auch nochmal die elektrische Sparbremse mit Auto-Hold-Funktion, Ablagefach, 2 Cup-Holder.
Passt auch gut was rein, auch nochmal schön mit Alu umrandet, damit es ein bisschen hochwertig aussieht. Und die Armauflage ist jetzt nicht die größte, aber sie ist weich gepolstert und drunter haben wir auch nochmal ein kleines Fach. So, dann was zum Lenkrad und dann sprechen wir über die Welt der digitalen Cockpit oder der Displays, so sage ich jetzt einfach mal, das ist der salopp. Denn da gibt es natürlich Unterschiede in den Ausstattungsniveaus. Das Lenkrad ist eigentlich auch ein schönes Lenkrad. Es gefällt mir, es ist so Richtung BMW-mäßig, denn es ist hier oben ein bisschen dicker, so ein bisschen wulstiger und das fasst sich aber total gut an. Wertigen Eindruck macht das Ganze. Wir haben hier hinten die Schaltpedals, die sind natürlich aus Plastik, trotzdem haben sie im oberen Bereich nochmal so ein, ja, so ein Alu-Look. Das sieht halt auch nochmal ein bisschen hochwertig aus und gefällt mir einfach. Gut, mache jetzt nochmal die Scheibe runter, damit wir ein bisschen Luftzirkulierung haben. Ein Dreispeichenlenkrad auch nochmal mit diesem Alu, sieht gut aus, den Mitsubishi Pralltopf. Und ansonsten können wir hier die ganzen Assistenten einstellen. Wir haben ja hier wirklich fast alles mit dabei. Und hier können wir dann das Cockpit einstellen. Da seht ihr dann jetzt auch mal im Detail vom digitalen Cockpit, was man da eben alles anzeigen lassen kann. Ich habe mir jetzt die Navikarte angezeigt, aber ansonsten kann man sich da mal durchstellen. Dieses digitale Cockpit ist mit dem großen Display, das wir euch gleich zeigen, kombiniert. Ab der Intro Edition, und das ist ja so eine limitierte Ausstattung, die fliegt ja irgendwann weg. Das heißt, es wird dann ausschließlich für die Top-Variante das digitale Cockpit mit dem großen 7-Zoll-Display geben. In der Basis hat man analogen Tachometer und 4,2-Zoll-Display. Das 4,2-Zoll-Display, sage ich jetzt als Dennis, reicht auch aus. Hat auch die Funktionen und reicht wie gesagt aus, aber die digitale Welt fehlt halt dann im Cockpit. Muss man halt dann wissen, ich finde es so halt schöner und dann hat man halt auch gleich den ansprechenden großen Display, ist halt bei der Top mit dabei und bei den unteren zwei nicht. Aktuell noch bei der Intro Edition, ich wiederhole mich, die fliegt ja aber irgendwann weg. Dann eben ein paar Takte zum Infotainment-System. Das ist eben das große 7-Zoll-Display. Ihr seht es auch, 35 Grad. Das ist das Home-Display, Apple CarPlay, Android Auto geht auch. Hier kommt man dann ins Menü rein, da kann man verschiedene Dinge einstellen, die Fahrassistenz und so weiter, zum Beispiel auch die Ambientebeleuchtung, die wir in der Tür mit drin finden. Man kann aber Renault-typisch bzw. jetzt eben auch Mitsubishi-typisch in diesem Fahrzeug, kann man das oder muss man sogar hier anhand der Fahrmodi. Ja? Das heißt, wenn man hier dann das Auto erkennt, Mitsubishi, dann gibt es MySense, Sport und Eco und hier unter den Modus konfigurieren kann man nicht nur die Lenkung ein bisschen verstellen und das Kombi-Instrument, sondern man kann eben auch die Beleuchtung einstellen und da finden wir dann genug Farben. Also es sind noch nicht 64, aber es sind genügend und dann kann ich eben hier blau wählen und kann auch noch die Helligkeit einstellen. Genau, reicht völlig aus und hier kommt man jedes Mal wieder ins Menü zurück. Was ich euch noch zeige, ist die Navikarte. Es läuft auch soweit flüssig mit, finde ich okay. Also flüssiger wie auf jeden Fall bei den VAG-Konzernen. Und ist auch eine gute Navigation, ist allerdings noch nicht Google, ne? Wie man es bei den ganz neuen Renault-Modellen kennt. Ich vergleiche da jetzt halt einfach, damit ihr das wisst. Reicht aber völlig aus. Ja, ein schönes Display, hat alle Funktionen mit dabei. Was will man mehr? Und ein paar haptische Tasten hat man hier auch noch. Das ist so ein Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist. Wir haben jetzt nicht nur den ASX im Test, wir haben auch gerade andere Fahrzeuge. Da muss man immer in Untermenüs, um dann eben Start-Stopp auszuschalten oder zum auch die Sitzheizung einschalten. Und hier habe ich einfach zack, zack diese Knöpfe und kann das aktivieren, ohne groß ein Problem zu haben. Der letzte Punkt ist das Thema Platz. Und ich bin ja doch ein relativ großer Mensch, nicht der größte der Welt, aber halt auch nicht den kleinen Angehörigen. Ich bin 1,85 und da wird es dann mit Panoramadach schon relativ eng. Also ich stoße hier noch nicht an, die Hand kriege ich noch irgendwie dazwischen, aber ich spüre schon so im Haaransatz, dass hier nicht mehr viele Möglichkeiten sind. Wenn ihr jetzt also über 1,90 sein solltet, dann ist wahrscheinlich die Top-Variante nichts für euch, weil da ist das Panoramadach mit dabei. Dann solltet ihr halt wirklich sagen, okay, vielleicht sitze ich mal Probe beim Mitsubishi-Händler und lasse notfalls das weg. Dann begrüße ich euch auch hier im Fond des ASX zur Tür. Wir haben so ein bisschen schlechtere Materialien, denn der hintere Teil der Armauflage, also da, wo ich an der Wand anstoße, der ist auch hart. Die Armauflage per se ist aber noch weich. Aber ansonsten ist diese Tür dann aus Kunststoff. Ich sitze jetzt hier eigentlich ganz gut. Ich hätte jetzt sogar noch Platz. Habe es jetzt nur mal demonstriert, damit ich euch das jetzt auch noch mal zeigen kann.
damit man eben weniger Kofferraumvolumen generieren kann oder mehr Beinfreiheit. Ich könnte sogar noch weiter nach vorne, wie es vorher war. Also noch weiter, ich stoße halt jetzt an, aber es ging sogar bis Anschlag und dann hättet ihr dann natürlich richtig Platz im Kofferraum. Also generell ist diese Technik echt zu begrüßen. Ich habe zwei USB-A-Anschlüsse, ich habe einen 12-Volt-Anschluss und nochmal eine Zirkulation, die ich einstellen kann von der Klima, jedoch keine eigene Temperatur, also die kann ich nicht mehr verstellen. Aber immerhin eine Klima. Netze an der Rückseite der Sitze, wo man dann eben noch zum Beispiel eine Warnweste unterbringen kann. Auch hier hinten natürlich Belederung. An den äußeren Sitzplätzen tatsächlich Isofix mit einem Reißverschluss, easy, so geht das. Und wir haben keine Durchreiche, das kann man schon mal sagen, weil es eben 60-40 geht. Wir haben keine Durchreiche tatsächlich. Zum Platz. Diese Sitzfläche ist eigentlich auch ganz weich. Hinten ist es ein bisschen härter gepolstert. Man könnte hier auch mal sitzen. Der Mitteltunnel ist nicht allzu groß. Trotzdem wird es dann sehr eng zu dritt. Also da würde ich es dann wirklich auf eine kurze Fahrt begrenzen. Zu zweit würde es jetzt so vom insgesamten Platz her gehen. Allerdings für große Personen. Also ich bin ja 1,85 tatsächlich. Hoppla, jetzt bin ich an euer Mikrofon gekommen. Zur Tür habe ich genug Platz. Nach vorne ist das jetzt auch auf mich eingestellt. Aber ihr seht jetzt oben rum. Ne? Ich stoße an. Das ist einfach so. Ich kann jetzt meinen Kopf auch noch nicht nach hinten bringen. Also ich stoße hier einfach tatsächlich schon mit meiner Körpergröße an. Habe aber natürlich noch die Option, dass ich mich in den Sitz reinfallen lasse. Da stoße ich hier immer noch nicht an. Und dann sieht es hier schon besser aus. Dann habe ich hier auch noch ein bisschen Platz. Und dann komme ich auch wieder an meine Kopfstütze. Also wenn ich mich ein bisschen reinfallen lasse, geht's. Ansonsten würde ich anstoßen. Ich könnte aber auch so tatsächlich eine längere Fahrt genießen tatsächlich. Also es ist jetzt nicht platztechnisch ein Problem. Wenn ihr aber halt deutlich größer seid, dann solltet ihr vielleicht vorher noch mal Probe sitzen, wenn ihr jetzt eine Familie seid, die aus 4x2 Meter Leuten besteht. Ja, dann fahren wir zusammen. Aber bevor wir fahren, stehen wir noch mal, weil wir immer in den Rückwärtsgang gehen und damit euch die Kameratechnik zeigen. Lasst euch von dem Regenbogen nicht beeindrucken. Der ist jetzt durch den Sonnenschutz, den wir auf der Kamera haben. Linienlenken mit Darstellung ist in Ordnung. Allerdings in der Nacht könnte es ein bisschen besser sein. Da ist es stark verpixelt. Wir haben keine Frontkamera. Somit können wir euch jetzt auch keine Frontkamera zeigen. Reicht aber aus. Mehr braucht man in der Regel auch nicht. 360-Grad-Kamera ist zweimal nice to have. Aber Rückfallkamera reicht. Wir fahren los. Ich finde die Möglichkeit oder die Art, wie man das Panoramadach öffnet, weil ich schließe es jetzt gleich für euch, sehr witzig. Man hat hier dieses Drehrädelchen und kann dann verschiedene Öffnungen quasi somit suggerieren. Und das ist eine ganz coole Sache, weil dann muss man es nicht gleich ganz aufmachen, wenn man das nicht möchte. Und geht natürlich mit jedem Panorama nachher. Und da muss man es nochmal dagegen drücken. Und hier kann man es halt gleich von vornherein sagen. Ist halt mal was Witziges. Jetzt fahren wir eine Runde erstmal. Der ASX ist in jeglicher Form, also egal mit welcher Motorisierung, kein Sportler. Will er aber A nicht sein und B erwartet man das ja auch gar nicht, wenn man dieses Auto hat. Das ist so ein ganz normales Auto, das man sich einfach kauft, um von A nach B zu kommen. Und dafür ist er wirklich gut gemacht. Und ich finde, wie gesagt, da wiederhole ich mich gerne auch nochmal, die Vielfalt der Motoren in Ordnung. Wer rein elektrisch unterwegs sein will, kann das mit dem Plug-in-Hybriden lokal tun. Wir haben jetzt hier den großen Mild-Hybriden. Das wäre wahrscheinlich auch die Motorisierung, die ich genommen hätte. Denn da habe ich genug Dampf, um auch mal kurz zu überholen, um auch mal ein bisschen Spaß zu haben. Aber ansonsten halt einfach normal motorisiert. Einen Allrad gibt es nicht. Ja, das schon mal vorneweg. Von den ganzen Fahrgeräuschen und so weiter, finde ich, ist der ASX völlig in Ordnung. Also natürlich bekomme ich bei, sage ich mal, ab dreistelligen kmh-Zahlen bekomme ich die Windgeräusche mit. Abrollgeräusche tatsächlich ein bisschen später. Ich finde es aber für die Klasse und auch vor allem auch für die Preisklasse noch völlig im Rahmen und ist auch dementsprechend in Ordnung. Der Komfort ist ein bisschen härter als zum Beispiel, wenn ich es jetzt mal mit dem Mitsubishi vergleichen möchte, von einem großen Outlander, da ist der Komfort noch mal ein bisschen besser, auch beim Eclipse Cross. Aber, oder wenn man es bei Renault vergleicht, das ist ja quasi die Plattform, ist der Komfort bei einem Talisman oder Koleos oder Austral einfach noch mal ein bisschen besser. Er ist ein bisschen härter, man bekommt auch also die ganzen Unebenheiten mit, aber es ist zu keiner Zeit unkomfortabel. Da muss man so ein bisschen immer noch die Spreizung halten. Man bekommt die Straße durchweg mit. Nicht jede Unebenheit, aber schon ein bisschen mehr wie bei anderen Fahrzeugen, aber es ist nicht unkomfortabel. Also ich steige jetzt nachher nicht aus und sage, prrr, Gott sei Dank ist die Fahrt vorbei. Das auf gar keinen Fall. Aber man bekommt schon mit, auf welcher Straße man unterwegs ist. Ob das eine Straße mit neuem Belag ist oder ob das eine etwas ältere Straße ist, das schon. Aber wie gesagt, der Sitz schluckt auch noch mal einiges weg. Der Ledersitz, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist ein Punkt, den ich Interieur tatsächlich öfters mal vergesse. Wir haben jetzt hier bei der Top-Ausstattung den Ledersitz, der ist sehr bequem.
ist aber allerdings ein Bestandteil des Top-Ausstellungsniveaus. Sonst hat man Stoff, die sehen auch gut aus. Und ich habe auch mal andere Videos noch angesehen, die einen Stoffsitz hatten und die meinten, dass es auch bequem ist. Also ich bräuchte jetzt auch nicht unbedingt Leder. Der letzte Punkt, bevor wir jetzt gleich noch 0 auf 100 machen, das ist ja auch immer ein Punkt, und über die Assistenz sprechen, ist die Rundumsicht. Ja, ihr wollt ja auch wissen, sehe ich denn aus meinem Auto raus? Und ich finde, da es X ist, natürlich auch anhand seiner Größe, übersichtlich. Wir haben auch nochmal ein Fenster in der C-Säule. Klar, ein toter Winkel bleibt wie bei fast jedem Auto trotzdem, lässt sich aber wie immer mit Helferlein und auch dem eigenen Kopf ausmerzen. Also ich hätte keine Probleme mit dem ASX. Es ist ein schön kleiner, kompakter SUV, mit dem man halt auch eben in der Stadt sehr gut hantieren kann. Was mir gut gefällt ist, und ich will jetzt nicht sagen, dass es das Head-Up-Display fast überflüssig macht. Ein Head-Up-Display ist immer schön zu haben, aber das digitale Cockpit, da kann ich alles ablesen, habe die Navikarte, die Assistenz, Reichweite, Verkehrszeichen, denn ich sehe alles einfach primär da, wo ich es auch direkt im Blick habe. Das haben sie gut gemacht und das passt. Auch das Infotainment-System ist während der Fahrt schnell erreichbar und ist von dem her auch kein Problem. Jetzt lasse ich die hinter mir durch und dann durch einen Cut seid ihr quasi direkt bei unserem 0 auf 100, weil das darf bei jedem Auto nicht fehlen. So, wir sind im Sportmodus, wie ihr das seht, dann ändert sich der Tacho auch nochmal. Der ist rot angehaucht und dann würde ich sagen, geben wir einmal zusammen Gas. Ja, die 30 stehen, jetzt hört man den Motor auch. 60, 80, 100 stehen. Wie gesagt, keine Rennmaschine, aber im Sportmodus geht da schon was. Also da kann man definitiv dann auch mal überholen, gar kein Problem. Ich war aber meistens in MySense unterwegs, also in meinem Modus, hat ausgereicht. Man kann sich die Lenkung ja noch ein bisschen sportlicher stellen. Man kann sich das ein bisschen einbilden, dass da sich wegen was tut. Vielleicht ist es ein bisschen direkter, aber im Prinzip habe ich da nicht viel gemerkt. Aber das reicht auch. Die Lenkung ist völlig normal und reicht für dieses Auto auch aus. Jetzt habe ich einen Punkt vergessen, den ich noch mitteilen wollte. Der ist jetzt aus meinem Kopf geflogen. Hat irgendwas mit dem Sportmodus zu tun? Weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ja, Freunde, ich weiß es nicht mehr. Alzheimer. Dann ein Punkt zur Assistenz. Wir haben den adaptiven Tempomaten drin. Dann ist auch die Spurzentrierung aktiviert. Das heißt, er lenkt dann auch schön mittig mit, wenn er die Spur erkannt hat. Das funktioniert hier auf den Zweispurigen immer gut. Auf der Landstraße, da müssen die Markierungen schon sehr gut sein, aber auch dann funktioniert das gut. Er übernimmt, das ist der einzige Punkt, den er eigentlich noch nicht hat, die Verkehrszeichen nicht. Aber ansonsten ist das auf einem guten Niveau, das man heutzutage kennt, lenkt schön mittig mit. Wenn man das nicht eingeschaltet hat, würde er trotzdem verhindern, dass man von der Spur fährt. Ansonsten würde er aber auch vibrieren nochmal. Ja. Wenn man die mittige Spurzentrierung drin hat, dann funktioniert das aber wesentlich besser, funktioniert dann wirklich top. Der Verkehrszeichenassistent funktioniert auch. Wenn man es jetzt mal so ein bisschen differieren ziert, funktioniert er auf der einen Seite zu 100%, auf der anderen Seite hat er aber seine Kritikpunkte. Also er hat jedes Schild erkannt, das auf jeden Fall, da haben wir keinen Minuspunkt. Allerdings die limitierten Schilder, das heißt nachts oder bei Regen, die hat er nicht erkannt. Das heißt, wenn jetzt da 80 bei Regen kam, hat er 80 angezeigt. Da muss man vielleicht nochmal überarbeiten, aber ansonsten hat er gut funktioniert. Ein Assistent, den jetzt alle Hersteller mit einarbeiten, den hat er noch nicht. Das ist der Spurwechselassistent, den braucht aber auch kein Mensch. Aber ich wollte es halt mal erwähnt haben. Zwei Dinge, die ich sonst immer noch eben hinzuzähle, das ist ja einmal das Head-Up-Display und das Licht. Head-Up-Display haben wir keins, das ist also schnell abgefrühstückt. Und das andere ist das Thema Licht. Und da ist halt der große Schmerzpunkt bei diesem Auto. Ich mag ja dieses Auto sehr. Das ist ein schicker, moderner SUV, der alles bietet, was man eigentlich heute braucht. Preis-Leistung passt, mag ich. Aber der Captur und somit halt eben auch der ASX hat ein Problem mit dem Licht. Mag daran liegen, dass ich ein absoluter Lichtliebhaber bin. Ich liebe es, wenn ein Licht adaptiv ist, Matrix-LED-Licht, vielleicht auch noch eine Spielerei. Da bin ich einfach blemblem. Aber ich würde es jetzt nicht mehr groß kritisieren, wenn der kein adaptives LED-Licht hat. Hat er ja nicht. Aber würde ich dem Preis entsprechen und weil es die Basis des Captures ja auch schon ein paar Jahre alt ist, noch hinnehmen. Was ich aber kritisiere, ist das Licht per se. Das Abblendlicht reicht aus. Das ist in Ordnung. Aber wenn ich dann das Fernlicht hinzuschalte, beziehungsweise hat er eine Fernlichtautomatik, das heißt, er stellt das selbstständig auf und ab, das funktioniert auch gut, aber das Fernlicht per se ist einfach für meinen Geschmack nicht ausreichend. Also ich bin gefahren mit mehreren Leuten und die haben dann gesagt, mach doch mal das Fernlicht an und das war schon an. Also auch denen ist es aufgefallen. Das Fernlicht ist einfach nicht wesentlich heller
und reguliert auch nicht wesentlich weiter als das normale Ablendlicht. Das Ablendlicht ist in Ordnung, aber das Fernlicht müsste man nochmal überarbeiten. Das ist nicht weit genug und auch nicht hell genug. Das ist tatsächlich so mein größter Kritikpunkt an diesem Fahrzeug. So, die Assistenz haben wir euch gezeigt und ich kann euch dann auch beruhigen, der Dennis hat doch noch kein Alzheimer. Mir ist es wieder eingefallen. Und zwar hatte ich ja bei der 0 auf 100 Beschleunigung erzählt, dass wir jetzt den Motor hören. Und da wollte ich eben noch zwei Punkte dazu sagen. Denn wenn man jetzt nicht im Sportmodus unterwegs ist und nicht eben Vollgas gibt, dann hören wir vom Motor eben nichts. Es ist schön ruhig hier drin und dann bekomme ich auch vom Getriebe nichts mit. Also den Schaltvorgang an sich im Sportmodus, das ist aber bei vielen Autos so oder bei fast allen, merke ich den Schaltvorgang natürlich dann schon. Da möchte ich es ja dann auch, da bin ich ja dann sportiver unterwegs. Das ist es, was ich euch noch mitteilen wollte. Das war unser Video über den neuen Mitsubishi ASX. Ein gutes Auto tatsächlich. Also ich mag ja den Captur und somit eben auch den ASX. Hab nichts gegen diese Logo-Austauscherei generell, weil das kommt, wie gesagt, euch zugute. Nochmal kurz ums Auto, dann warum es euch zugute kommt, dann die Preise, damit wir hier ein kurzes, knackiges Gespräch führen. Zweifarblackierung, LED-Licht, schickes neues Infotainment, Ledersitze, Sitzheizung, Lenkradheizung, Panoramadach, weiß ich nicht, ob ich es schon angesprochen habe, Rückfahrkamera, schicke Felgen, insgesamt schickes Design, das ist alles wirklich in Ordnung, das braucht man oder auch nicht, aber man hat dann eben eine gute Ausstattung, weil es leistungstechnisch finde ich noch alles in Ordnung. Man muss nicht so hochgreifen, wem das Panoramadach zum Beispiel, wer das nicht braucht und die Zweifarblackierung kann auch schon auf die Intro Edition gehen oder sogar eben auf Plus. Die Basis, ja, reicht im Prinzip auch aus, aber ich würde tatsächlich Plus empfehlen, wenn man jetzt nicht die Top-Variante möchte. Intro Edition jetzt gerade, wenn sie noch gibt, ist das preis-leistungstechnisch das Beste. Aber Plus ist tatsächlich ein bisschen mehr Ausstattung, aber man hat noch nicht alles und dann ist man aber halt preislich einfach auch noch ein bisschen besser unterwegs. Ja, ihr könnt ja mal drunter schreiben, was euch denn wichtig wäre und ansonsten könnt ihr dann gerne mal durchkonfigurieren. Warum kommt euch das jetzt eben zugute? Das ist aus mehreren Gründen der Fall. Nämlich den Personen kommt es zugute, die in dieser Klasse ein Auto suchen, also bei den kompakten SUVs, denen aber Wurst ist, wie oder von welcher Marke das Fahrzeug kommt, die einfach in dieser Klasse ein Auto suchen, jetzt ein neues, und eben eins kaufen möchten. Und dann haben die den Vorteil, die können nämlich jetzt bei Renault hingehen, wenn ihnen das Design gefällt, und bei Mitsubishi und da zuschlagen, wo sie das beste Angebot am Ende bekommen. Aber, und das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, warum ich es gut finde, dass Mitsubishi diesen Weg gegangen ist und sich nicht zurückgezogen hat, jetzt denke man mal daran, und das ist hundertprozentig so, es gibt Kunden, die ihr Leben lang schon Mitsubishi gefahren sind und die halt mit der Marke einfach warm geworden sind, die Marke mögen und die vor allem mit ihrem Händler auch zufrieden sind, ja? Sonst wären sie wahrscheinlich schon lange gewechselt. Jetzt ist es kein klassischer Mitsubishi, weil es ist ja ein Renault. Das ist natürlich schade für die eingefleischten Mitsubishi-Fans, aber trotzdem, es gibt da sicherlich ganz viele Kunden, die vielleicht auch den ASX davor jetzt gefahren sind oder halt einen anderen Mitsubishi, den Colt, und jetzt eben auf die Nummer höher, weil sie älter geworden sind, wechseln wollen. Bliblablub. Sie sind aber mit dem Service zufrieden bei Mitsubishi, sie sind mit dem Händler zufrieden und sie sind halt allgemein mit der Marke sehr zufrieden. Die wollen jetzt nicht wechseln. Und das ist gut, dass sie den auf den Markt gebracht haben, dann kann man den wählen, auch wenn im Glide einer aus dem Konzern Nissan, Renault, Mitsubishi eben das Konzept übernommen wurde, aber sie haben ein Modell, was man kaufen kann und dann kann der bei seinem Händler bleiben und muss nicht zum Renault-Händler oder zu woanders hinfahren, sondern er kann bei seinen bekannten Gesichtern bleiben und kann eben den Service weiterhin nutzen. Zudem bietet, ich meine, 2 oder 3 Jahre Renault an als Garantie, Mitsubishi 5 Jahre Garantie plus 3 Jahre, wenn das möchte, dann wären wir bei 8 Jahre Garantie. Und länger als 8 Jahre haben wir, glaube ich, die meisten das Auto nicht. Von dem her, ich bin gespannt, was ihr jetzt da schreibt. Ist das Quatsch oder ist es nicht Quatsch? Ich finde es wirklich gut, weil dann bleibt Mitsubishi bestehen bei uns und eben die Kunden, die halt einfach mit der Marke warm geworden sind, können da weiterhin bleiben. Klar, ein paar Kunden wird es nicht gefallen, die eben so einen typischen Mitsubishi wollen, aber die können dann auf den Outlander warten. Auf den bin ich nämlich persönlich auch gespannt. Der nächste Mitsubishi wird definitiv sein, der Space Star, den wir euch zeigen will. Den haben wir schon gefilmt, aber der hier kommt vorher. Und dann, denke ich, kommt dann der Colt, der den Clio, quasi auf dem Clio basiert. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Preise. 24.690 Euro geht's los mit der Basis. Die gezeigte Variante, die jetzt hier neben uns steht, ist 38.090 Euro teuer. Das heißt, top mit Zweifarblackierung und halt eben
Das war's. Top ist ja immer die Ausstattung. Und dann noch die Zweifarblackierung. Mehr gibt es nicht dazu zu buchen. Die 3-Jahre-Garantie zusätzlich habe ich nicht dazu gebucht, weil das nicht jeder mag. Und das sehe ich auch nicht so als Ausstattung. Maximaler Preis liegt bei 43.590. Das wäre auch der Top. Auch Zweifarblackierung. Ich habe jetzt, glaube ich, mal blau als Bild genommen. Ist aber preistechnisch gleich wie das Rot. Aber ich wollte jetzt nicht die gleichen Farben nehmen. Der Unterschied ist lediglich der Motor. Da haben wir den Plug-in-Hybriden. Der ist natürlich deutlich teurer. Wenn man jetzt aber mal die 38 nimmt, die wir jetzt hier haben, finde ich das, ich möchte jetzt nicht von einem Schnäppchen reden, aber preis-leistungstechnisch ist das völlig in Ordnung. Wenn wir bedenken, was wir hier bekommen. Ja, noch kein Head-Up-Display, noch keine Matrix-LED-Licht, auch das Licht müsste überarbeitet werden als Fernlicht. Aber ansonsten habt ihr jetzt gesehen, was man für den Preis bekommt, finde ich noch fair. Was sagt ihr? Ich bin jetzt echt gespannt, wie gefällt euch das? Und schreibt es gerne mal drunter. Eine Bitte habe ich noch tatsächlich. Wenn ihr uns denn abonnieren würdet, das wäre denn für euch kostenlos, für uns unbezahlbar. Wir wachsen dadurch immer mehr, haben jetzt auch Gott sei Dank die 40.000 erreicht. Der nächste Step sind die 50.000. Ihr genießt nochmal den schönen Ausblick, den wir euch bieten. Genießt nochmal den ASX und schreibt eure Kommentare drunter. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.